Was ein schöner Tag für ein neues Video. Jo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, egal in welcher Situation ihr am Tag gerade seid, dass ihr zumindest, wenn ihr dieses Video schaut, ein bisschen runterkommen könnt. Vielleicht hattet ihr heute einen richtig stressigen Tag auf der Arbeit, in der Schule, wie auch immer, oder müsst gleich zur Schule. Dann genießt dieses Video noch, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Gerade habe ich ausgeatmet und habe einen Haar damit hochgepustet. Krass, okay. Liebe Freunde, ich freue mich auch gleich, denn nach diesem Video werde ich mir wahrscheinlich ein bisschen Ben & Jerry Eis gönnen. Also, ihr habt jetzt die Möglichkeit, zum Kühlschrank zu laufen oder wo auch immer hin und euch Snacks zu holen. Ich sag ja immer so gut und gerne, gönnt euch Snacks. Denn Leute, heute gibt es etwas zu zelebrieren. Und zwar meine gute Freundin, meine enge Kollegin, meine... Wie heißt es, wenn Leute zusammenarbeiten? Brudi. Geschäftspartnerin, ja? Meine Influencer... Ach, keine Ahnung, Leute, ich laber Müll. Leni. Wisst ihr, wen ich meine? Ja, oder? Ihr kennt alle Leni. Leni hat einen YouTube-Kanal erstellt, während ich im Urlaub war. Frechheit an der Stelle schon mal, weil ich konnte dann nicht die Chance nutzen und direkt auf ihr erstes Video reagieren. Dafür machen wir das aber heute, liebe Freunde. Wir reagieren auf Lenis allererstes Video. Es ist ein sehr kurzes Video, aber ich bin gespannt, weil ich freue mich, dass Leni YouTube macht. Irgendwie finde ich das cool, weil ich glaube, Leni gehört hierhin. Wisst ihr, wie ich meine, liebe Freunde? Ja, natürlich. So auf Instagram und so, schön und gut. Die macht da ihre Witze und Stories und was weiß ich, alles cool. Aber ich glaube, hier auf YouTube kann sie sich extrem entfalten, ja, ein bisschen kreativ sein, tolle Vlogs machen, so ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen. Ich bin gespannt, liebe Freunde, wir schauen zusammen rein, ohne Vorurteile natürlich. Ich gebe schon mal einen Daumen runter, aber keine Vorurteile. Nein, Spaß. Leni, du weißt, immer positiv eingestellt. Was rede ich? Er denkt wahrscheinlich gerade, ich habe irgendwas genommen oder so. Nee, Leute, das Einzige, was ich nehme, ist Wasser. Und das nicht zu wenig, denn Wasser ist gut für die Hydratierung. Wer kennt nicht die Hydratierung? Wer kennt die Hydratierung nicht? Ich kenne nicht. Nennt mir einen Menschen. Ja, merkt ihr selbst, ne? Gut. Liebe Freunde, wir beginnen mit der Reaktion, ja? Let's go. Hallo, ich bin Elena. Und willkommen auf meinem Kanal. Oh mein Gott, ich muss nochmal den Anfang machen. Das war wahrscheinlich das allererste Video, wo sie bei Dagi mitgemacht hat. Also würde ich jetzt mal einfach schätzen, wie hoch ihre Stimme da war. Hallo, ich bin Elena. Warte. Heute macht er mir Angst. Hallo, ich bin Elena. Und? Oh, und wie aufgeregt. Sie war so ein kleiner Furz. So ist ihr Kopf. So sieht der Kopf aus. So, als könnte man den wie so einen Handball in der Hand halten. Warte, ich muss nochmal angucken. Guckt auf den Kopf. Hallo. Hallo, ich bin Elena. Aber finde ich gut. Ihr merkt schon direkt, sie nimmt sich selber ein bisschen auf die Schippe. Allein, dass sie das reinschneidet. Finde ich gut. Gucken wir mal, was sie jetzt zu sagen hat. Ja, also, ey. Ja, Leute, ne, übrigens, wenn ich jetzt hier so ein bisschen Witze mache und so, Lena versteht das. Lena und ich sind auf einem sehr guten Humor-Level. Wir haben relativ ähnlichen Humor. Wir sind auch diese typischen zwei, die sich immer TikToks hin und her schicken, die sie lustig finden. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, egal. Warum erkläre ich das überhaupt? Let's go. Hallo, ich bin Elena. Und willkommen auf meinem Kanal. Nicht wundern, was es ist. Ich weiß auch nicht. Nachdem ich gefühlt 100 Mal am Tag gefragt wurde, wenn ich denn mit meinem... Ich habe sogar auch schon mal gefragt, glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich auch da mal... Ich glaube, wir haben drüber geredet, oder nicht? Oder bin ich blöd? Ja, das Zweite. Ich glaube schon. Egal. Juckt. Ist auch wieder so eine Information, die einfach niemanden juckt. Und ja, ich bin zu laut und die Typen, die da unten rumchillen vor meiner Haustür, warum auch immer die da unten chillen, Zigaretten rauchen und die ganze Zeit ganze Stimmel vor meiner Haustür schmeißen, Alter. Die hören mich gerade, weil, ich kann euch das kurz einblenden, ich mache euch ein Foto. Alle, die meinen Instagram verfolgen, haben das vielleicht schon gesehen. Ja, mit dem Foto könnt ihr auf jeden Fall nichts anfangen. So, ihr seht es hier eingeblendet. Meine Fenster wurden neu eingebaut, weil das alte Fenster waren und die haben irgendwas komplett falsch gemacht. Sobald die Rollladen betätigt wurden, hat es diesen kompletten Rollladenkasten oben drüber zusammengefetzt. Und jetzt ist da so ein Riesenspalt und ich höre alles, was die da unten reden und die hören alles, was ich hier oben rede. Und jetzt ist die Frage, wen stört es mehr? Mich in meinen Videos oder die da unten beim Zigaretten rauchen und kiffen? Keine Ahnung, was die machen. Einen eigenen YouTube-Kanal starte und dass ich doch bitte unbedingt einen eigenen Kanal erstellen soll. Unbedingt. Dachte ich mir, okay, why not?
here I am. Ich habe auf jeden Fall schon mega coole Ideen, was ich hier drehen werde. Es werden auf jeden Fall Vlogs online kommen, Make-up-Videos. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne von mir sehen wollt. An alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Lena oder Leni. Leni ist eher so mein Künstlername. Ich wollte gerade sagen, Leni ist so, ist eigentlich, also wenn jemand Lena heißt, ist das eigentlich ein normaler Spitzname für eine Lena, oder nicht? Mhm. Aber wer auch ein innovativer, ist innovativ ein Wort. Was heißt innovativ? Warte, ich muss mal kurz googeln, Alter. Betreffend, beinhaltend. Ja, es wäre auch ein betreffender Künstlername. Macht das Sinn? Nee. Warum sehe ich so fett aus, meine Backen in der Kamera gerade? Ey, Leute, ich bin heute voll neben der Spur. Ich rede alles, aber nicht das, was ich reden soll. Merkt ihr selber, ne? 15 Jahre alt und gehe noch zur Schule. Die meisten kennen mich von meiner großen Schwester. Dagi. Ich hab schon... Weird Flex an der Stelle. Ich würde auch mit Dagi flexen, wenn Dagi meine Schwester wäre. Nein, Spaß, liebe Freunde. Also kein Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Heute labert er mehr als sonst. Nein, Spaß, Leute. Ich würde natürlich auch mit Dagi flexen, wenn sie meine Schwester wäre. Aber das war jetzt kein Flex. Das war nur ein Witz. Ne? Nicht, dass ich ihr jetzt unterstelle, dass sie damit geflext hat. Die meisten kennen sie ja natürlich logischerweise auch eigentlich über mich. Weil Ich hab Style und das Geld. Ach komm, ich laber so viel Müll in diesem Video. Wow, ich hoffe, ihr bereut es nicht, in diesem Video eingeschalten zu haben. Ihr freut es, tut mir leid. Sehr viele Videos mit ihr gedreht, deswegen werden mich die meisten wahrscheinlich schon von da kennen. Es kann auch sein, dass mich manche von meinen Social Media Kanälen kennen. Denn ich mache TikTok, Instagram, Snapchat und jetzt YouTube. Ja, ich freue mich mega jetzt damit. Sorry, dass ich so spät stoppe, aber ist ein 200.000er Snapscore hoch? Ich habe so lange kein Snapchat mehr benutzt. Ich weiß gar nicht mehr, was da hoch war und was nicht. Aber ich glaube, ich hatte nur so 10.000 oder so. Ich glaube, 200.000 ist hoch. Oder 200.000 ist normal, wenn man es viel benutzt. Ach, keine Ahnung, liebe Freunde. Ich hatte die ganze Zeit schon Lust, Sachen zu drehen. Ich freue mich auch schon mega auf Schneiden. Ich habe mir schon das ganze Equipment besorgt. Ich habe in meiner Bio alle meine Social Media Kanäle verlinkt. Das wäre es auch schon. Ich freue mich, hier zu sein. Und bis hoffentlich ganz bald. Tschüssi. Jetzt kommen noch ein paar Eindrücke, wie ich meine Kamera getestet habe und irgendwas mit Nachbarn. Und die Mutter sie mit Sula geweckt. Dazu muss ich kurz sagen, Leni, das ist dir wahrscheinlich selber aufgefallen. Dadurch, dass die Belichtung an der Sequenz besser ist, bist du, glaube ich, schärfer. Ich glaube, am Anfang des Videos war nicht so gut belichtet. Und deshalb, glaube ich, war das so ein bisschen unschärfer. Aber keine Ahnung, ich bin auch kein Profi. Wie random, liebe Freunde. Wie random. Aber ich würde sagen, wir gönnen uns einfach den Anfang nochmal. Habe ich gefeiert. Hallo, ich bin Irena. Man hat auch nicht so gemerkt, wie Dagi gerade anfangen wollte zu lachen, weil sie es so cute fand. Dagi war so... Ja, liebe Freunde, Lena, herzlich willkommen auf YouTube, ne? Herzlich willkommen, hier bin ich groß geworden, das ist YouTube. Nee, Spaß. Lena hat wahrscheinlich mehr Erfahrung auf YouTube als ich. Nee, okay, das glaube ich auch wieder nicht. Aber du warst auch schon bei einigen Videos dabei und deshalb, ich brauche dich nicht willkommen heißen. Aber cool, dass du da bist und liebe Freunde, falls ihr mal wollt, dass Lena und ich ein Video zusammen machen, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Denn wir haben da schon drüber gequatscht. Also, wenn es irgendwann zustande kommt, wir wohnen ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Liebe Freunde, lasst einen Daumen da, lasst einen Daumen. Lasst einen Daumen da. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Vergesst nicht, Instagram abzuchecken, falls ihr noch nicht gemacht habt. Unten in der Videobeschreibung ist natürlich auch Lenas Kanal. Sie hat auch schon mehrere Videos hochgeladen. Also ihr seht da schon neuen Content. Checkt das gerne ab. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Das war ein kurzes Video. Ich weiß, ihr seid längere Videos von mir gewohnt. Ja, ich weiß, aber liebe Freunde, haut rein. Ciao. Got a lot to do. Got a lot to do.